Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu meiner Rechten vertritt das Team GHNMA Cologne. Ladies and Gentlemen, wird betreut und in seiner Ecke eine weitere Legende, Philemon Chibli. Bitte geben Sie eine große Hand für den Mann aus Köln, Schritt für Schritt die Leiter nach oben. Markus Bohn! Ladies and Gentlemen, wir haben im Catchweight 63 Kilo ist das ausgemachte Limit, beide Arms erfüllt, 3x5 Minuten ausgemachte Distanz. Der Mann aus Hamburg kämpft gegen den Mann aus Köln, die Hauptstadt hat beschlossen, sich auszuhalten. Ihr Applaus für Hasan Minichanov und Markus Bohn. So, beide haben viel Unterstützung, viele Fans mit dabei, viele Freunde in der Halle, aber im Cage. Lecker Schmecker bei We Love MMA 63. Gleich und erster Fußweger. Elihanov schickt Bock gleich mal auf den Boden. Körpertreffer hinterher. So, aber Markus Bock ist schon wieder oben auf. Selbst mit dem Kick jetzt zum Körper. Beide geben direkt Vollgas, kein Abtasten. Jetzt haben sie ganz kurz mal das Tempo rausgenommen, ein bisschen auf Distanz gegangen, mal ein paar lange Kicks. Harter Low Kick und nochmal gefolgt von Kick. Front. Ja, da hat er ihn ja gleich erwischt. Den Low Kick hat er auch gespürt, der Markus. Und Elihanov ist der, der macht extrem, da war das Knie drin. Knie war drin. Hart ist Knie getroffen. Oh, Bock ist angeschlagen, ist angeklingelt. Ja, da geht schon drum zu überleben hier in dieser Runde. Das Knie war durchgekommen, es war ein sehr harter Treffer. Ja, leider zwei Fäuste danach noch da. Da muss Jasmin erholen von. Er verteidigt sich weiter. Noch ist er im Kampf. So, aufrichten oder klammern und erstmal ein bisschen Luft kriegen, das ist jetzt die Frage. Wie stark ist Markus mitgenommen? Ja, offensichtlich will Bock doch wieder in den Stand gehen. Ja. Ich hoffe, er ist wieder Aschab drückt mit der ganzen Brust dagegen erholt. Und guckt, dass sobald ja die Möglichkeit da ist, hätte er das Knie gleich nachgezogen. Oh, wieder Knietreffer. Verbotene Technik. Verbotene Technik. So, stopp. Weil er am Boden war und ein Kämpfer, der am Boden ist, darf nicht so gesehen gegroundet getreten werden oder mit Kniestoß attackiert werden. Aber bisher die härteren Treffer, die hat Aschab Elihanov ausgeteilt. Er war eben schon wieder drin mit dem Knie. Nicht ganz so hart wie davor, aber... Ich glaube, Markus ist auch beeindruckt. Er hat natürlich jetzt zweimal schon was mitnehmen müssen in dieser ersten Runde. Und die ist gerade mal so mit 2 Minuten runter. Deswegen wahrscheinlich auch eben der Ansatz, in den Bodenkampf zu gehen. Aber mit Elihanov Bodenkampf zu machen, der ein verdammt guter Ringer ist. Da holst du keine bessere Position. Und der schlägt auch hart diese kurzen Bewegungen, kurze Haken. Das war ein schöner Low-Kick von Bock. Da, ja, Treffer wieder drin. Ja, aber der, guck mal, der geht vorwärts. Ja, scheint noch voll da zu sein. Blick ist noch klar nach vorne gerichtet. Hände sind oben. Also Bock hat Nehmerqualitäten. Schöner Takedown jetzt von Elihanov. Yes. Der war leider zu schnell durch. Hat sich Markus einfach wieder wegschubsen lassen. So, was kann er noch machen jetzt draus? Die Bodenposition ist schon fast Side-Position für Elihanov. Bock hat aber, guck mal, auch schön gekontert am Boden. Die durch, greift jetzt. Versucht jetzt den Armbar zu machen. Beide lauern auf dieselbe Technik. Armbar-Versuch, schön Elihanov rausgedreht von Elihanov. Triangle, Ansatz drin. So, da flutscht er raus. Nee, das kann er nicht halten. Aber da hat man wieder gesehen, auf was für einem hohen Niveau die beiden kämpfen. Wow. Beeindruckend. Beeindruckend der Armbar, aber auch der direkte Konter, das Rausdrehen von Elihanov. Jetzt ziehen sie beide mal ein paar Sekunden Luft. Das war ein hohes Tempo, was beide jetzt gegangen sind. Bock ist auch in der Rückenlage gefährlich. Da kommt schon wieder das Bein geht rüber. Er hat schon wieder einen Arm, er hat den rechten Ansatz Arm. Für ein Armbar. Aber Elihanov hebt sich.
Würde mich nicht wundern, wenn er sogar mit anhebt. Ja. Er zieht. Nein, das wird nicht gehen. Der Ellbogen ist zu weit hinten von Elekhanov. Ja, er konnte da nicht genug Hebelwirkung ausrichten. Aber stark von Bock. Du siehst, das ist einer, der ist nicht einfach nur passiv am Boden, sondern der kontert, der ist aktiv. Ah, hat jetzt Ellbogen auch eine harte Hand genommen. Oder Ellenbogen vielmehr. Und wieder. Er ist sehr beweglich. Sucht seine Chance am Boden. Aber gegen so einen erfahrenen Ringer ist es natürlich auch schwierig. Ja, aber dafür hat er schon zweimal jetzt mächtig in die Bredouille gebracht. So, und 10 Sekunden noch. Dann geht diese erste Runde zu Ende. Diese spannungsgeladene Runde, die wirklich auch das Versprochen erfüllt hat. Jetzt fehlen mir einfach nur die Worte. Also es war einfach geil, jetzt das zu sehen hier mit den beiden. Ja, spannende erste Runde. Wir haben einiges gesehen. Den Knockdown von Bock. Wir schauen, ob wir das hier nochmal in der Zeitlupe sehen können. Ah, der ist jetzt schon am Boden. Ich hätte gerne nochmal den Kniestoß gesehen. Ja, der war jetzt durch, aber da waren ihm noch zwei harte Treffer dann mit den Fäusten. Aber klasse, dass Bock sich davon erholen konnte, da nochmal zurückgekommen ist. Ja, und dann auch seine Aktionen am Boden hier hatte. Das gewendet hat, recht schnell das Blatt. Den Ansatz hatte er für den Armhebel. Super erste Runde von beiden Kämpfern. Absolut. Tendenz dürfte sein, Elekhanov hat aufgrund der härteren Treffer sicherlich ein bisschen die Nase vorn, aber hier ist noch lange nichts entschieden. Null. Gerade der Knockdown mit dem Knie, das beeindruckt natürlich die Kampfrichter, das bleibt hängen. Damit sicherst du dir relativ schnell so eine Runde. Aber Bock nicht chancenlos. Nein, ist auch noch voll da und hat jetzt auch schon gemerkt, wo kann er ran, wo sind seine Momente. So, das Publikum ist voll dabei, ist voll Feuer hier. Verständlicherweise. Geiler Fight. Oh ja, den Rücken darf sie nicht zudrehen. Schöne Rechte von vorn. Passt auf, Treffer war drin. Aber die Knie immer wieder gefährlich von Elekhanov. Er muss gucken, Markus Bock, dass er den Kopf oben lässt, den Blickkontakt hat, damit er sieht, was kommt. Aber Elekhanov ist auch dann variabel. Geht sofort wieder hier, Ansatz aus runter, Takedown. Auch jetzt wenn er jetzt in der Rückenposition langelt. Ja. In der ersten Runde immer Bock mit dem Rücken zum Boden. Aber Elekhanov hat das Knie dazwischen und kann ihn dann so weghebeln, wegschieben. Oh, jetzt geht's in die Side Position. Die muss nicht unbedingt der Vorteil sein für Markus Bock. Ja, Bock versucht, seine Position zu verbessern. Ja, er schießt beide. Jetzt auch die Gefahr, der Armhebel ist drin, der Arm ist drin. Gefährlich. Nein, da ist keine Hebelwirkung da, aber sehr gut gekonnt von Bock. Der hat sich sofort rausgedreht, ist übergestiegen. Vor allem auch in die richtige Richtung. Also er hat instinktiv weiß er, wie er dann sich rauswinden muss aus dieser Situation. Und jetzt drückt er selber sich in diese Seitposition. So, wo geht's weiter? Ellbogenschlag. So. Wenn er jetzt noch seinen rechten Arm über den linken von Aschab kriegt. Bock punktet hier in der zweiten Runde, kann man sagen. Das Blatt hat sich ein klein bisschen gewendet. Ja, aber diese kurzen Stöße da zum Oberschenkel, die sind jetzt nicht gerade was groß beiträgt. Während wir in der ersten Runde mehr Control Time von Elekhanov hatten, haben wir jetzt mehr Kontrolle von Bock. Ja, aber noch entwickelt sich nichts Vorteilhaftes daraus für Markus Bock. Jetzt drückt er ihn runter. Kann er in der Position für Schlag oder Hebel kommen? Ah, Aschab drückt immer wieder die Arme weg. Und behält vor allem eine Ruhe und auch eine Übersicht. Schöne Rechte jetzt drin gewesen. Wieder. Ja, Bock muss da aufpassen. Auch
Hanov, das sind keine, die bleiben nicht am Boden einfach liegen und arbeiten passiv. Er hat einen spektakulären K.O. geschafft, am Rücken liegend, hat sich hochgedrückt, ein Abkick, so Rundabkick geschlagen und damit seinen Gegner ausgenockt. Das war spektakulärste K.O. des Jahres. Ja, ist gar nicht verkehrt. Ruhig mal auf den Körper zielen. Dann muss Elihanov auch mal decken. Und jetzt geht Markus oben rüber. Ganz gefährlich. Jetzt ist tricky. Griff ist drin. Starke Position für Bock. Komplett das Blatt. Elihanov schlägt noch nach. Zieht am Arm, will lösen. Bock hat den Arm drin, muss jetzt aber Hebelwirkung aufbauen. Muss Druck ausüben. Jetzt kann er es schaffen. Unter dem Kinn ist er jetzt. Unter dem Kinn, jetzt hat er es. Ich weiß jetzt es noch nicht. Nein, Elihanov. Jetzt hat er es. Der schläft. Der schläft. Der schläft. Der schläft. Der spektakuläre Sieg von Bock. Das gibt's doch nicht. Stößt kurz vor K.O. in der ersten Runde, kommt er hier zurück in der zweiten Runde und holt sich den Sieg. Und mit Aschab Elihanov, der vorher abklopft. Wahnsinn. Er gibt nicht auf, da hat er kurzzeitig sogar, jetzt mal ganz schnell, bis er das Bewusstsein verloren hat, so ein bisschen weg. Ärzte sind schon bei ihm, gucken genau, er ist wieder da, ist ansprechbar. So. Aber der Typ, der wollte auf Partout nicht hier den Tap machen. Wie unglaublich spektakulär war das. Dreht sich rauf, dreht sich mit, die ganze Zeit, beweglich, ganz schnell. Was für ein Kampf, was für ein Duell, was für zwei Wahnsinnstypen und was für ein Sieger, Markus Bock. Ein überglücklicher Sieger mit Markus Bock. Und kein ja, Glückssieger, muss man dazu sagen. Todtraurig über seine Niederlage. Der weiß natürlich, was er falsch gemacht hat, dass er seinen Rücken dahergegeben hat. Aber das war ja sozusagen ein Hollywood-reifer Kampf. In der ersten Runde schon fast K.O. Dann nochmal zurückgekommen mit so einem spektakulären Sieg in der zweiten Runde. Und beide haben es angekündigt. Wir wollen hier eine geile Show, wir wollen einen geilen Kampf. Wir wollen den Kampf des Abends machen und bisher ohne den anderen, die vorher waren oder alle anderen, die noch kommen, irgendwie kleiner machen zu wollen. Das war das Duell des Abends bisher heute. Und da müssten sich schon die Leute noch ganz schön strecken. Aber ich bin auch begeistert, wie technisch gut beide waren, oder? Oder immer sind natürlich noch. Es waren aber auch die Erwartungen, die sie erfüllt haben. Absolut, absolut. Und wenn die beiden jetzt auch noch ein Rematch ausmachen, sehr gerne, sofort mutieren, sofort aufnehmen. So kann MMA aussehen. Aschab Elihanov, Markus Bock. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wir haben ein Urteil. Der Kampf endete nach 3 Minuten 21 Sekunden in der zweiten Runde. Referee Stoppage Knockout durch einen Re-Ending-Choke. Der Sieg geht an jemanden aus Köln. Mann!